Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. So, wir haben unseren Stützpunkt. Nein, wir haben unseren Stützpunkt ein klein wenig aufgewertet. Wir haben jetzt noch Ressourcen. Was haben wir noch dabei? Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir dieses Gewebe hinpacken können. Es scheint aber ein selteneres Gewebe zu sein. Können das einfach mal hier hinten mit in die Box packen. Weiß gar nicht, was wir jetzt hier noch alles drin haben. Wir haben noch Kleidung drin, Anzüge und Waffen, die wir noch nicht irgendwo hinpacken konnten. Okay. Okay, ja, okay, das sind wirklich alles Waffen, wo ich sage, na, obwohl, hier haben wir zwei, so drei sogar davon. What? Nee, 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 wenn dann nur eine. Genau, haben wir denn nicht noch Waffen auf dem Schiff gehabt? Jetzt muss ich mal selber gucken. Das ist unser Inventory. Jetzt. Dich können wir schon mal wegpacken. Genau, die verkaufe ich. Davon haben wir ja welche. Dann lassen wir das hier auch erstmal so. Irgendwas wollte ich doch hier reinpacken, oder? Stimmt, hier die Ressourcen wollte ich reinpacken. Diese Gewebe. Das können wir hier wirklich alles reinlagern, weil ich habe keine Ahnung, wo die reinkommen. Gut, unser Stützpunkt haben wir auch geschafft, dass wir 50 verschiedene Sachen gebaut haben. Hm, jo. Jo, ja, ist vielleicht nicht... Vielleicht sollte man umdrehen, das ganz große... Hey, mein Kleiner, willst du rein? Na, da... Du bist ein Gartenroboter, geh rein! Obwohl, nee, eigentlich nicht. Draußen. Ja, doch, du hast recht. So, und wir gehen weiter. Wir müssen nach Aquila City jetzt. Die Slate geben. Deswegen fliegen wir mal nach Aquila City. Weiß gar nicht, was wir noch im Schiff haben. Muss ich auch mal gucken. Schiffsteile auf jeden Fall. Wir gucken ganz kurz mal, was wir im Schiff haben. Halt. Ja, Flachlaum. Okay, wir haben hier noch Waffen etc., was wir verkaufen wollen. Okay, perfekt. Na, dann können wir ja gucken, ob wir hier noch was loswerden, aber ich glaube nicht. Wir hätten das, glaube ich, auf unserem Heimatplaneten verkaufen sollen. Jupp, null Credits. Ich weiß gar nicht, welcher Händler hier noch was hat. Wenn ich die erstmal finde, das ist ja auch wieder so eine Sache. Aber wir können ja erstmal die Slate abgeben gehen und dann... Oder warte mal, hier auf der rechten Seite war doch das... Oh, da ist die Trade-Manufaktur. Da waren wir noch nicht drin, da bin ich mir sicher. Da waren wir noch nicht drin. Im Handelsposten. Oder? Willkommen zu zumindest dieses Mal nicht. Dann kommen wir... So, oh ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir wollen verkaufen erstmal die beiden Waffen, die wir hier, oder die drei, die wir dabei haben. So, dann wollen wir aus dem Schiff verkaufen. Erst, oh, wir haben noch ein, okay, den behalten wir. Einfach, weil wir was können. Warum ist der Helm so wertvoll? Der, gut, der ist besser als den, den wir tragen. Und zwar um Weiten. Egal. Können wir hier noch ein paar Granaten... Halt, 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 halt. Haben wir gerade gekauft? Nein, wir haben gerade gekauft. Och, Mann. Ich bin ein Vollidiot. Oh. Ich bin doch so ein Trottel. Weg damit. Gib mir mein Geld mal wieder. Oh. Damit würden wir unser Geld wiederbekommen. Okay. Die ist so teuer? Okay. Ja, wir hatten einen Helm gekauft. So. Hier noch ein paar Granätchen. Na, komm. So. Oh Mann, ey. Wie kann man nur so doof sein? Gut, was bist du hier? Gelbank, nee, okay, bei der Gelbank. Okay, okay, okay. War hier unten nicht noch irgendwo eine Manufaktur? Hier war so.
Hier, Firearms, Waffen. So übel sind die Yussi doch nicht, oder? Du wirst feststellen, hier ist meine Akte. So, ah, du hast nur noch 400. Ah, schade. Rede mit Miss Lance, wenn du etwas kaufen willst. Schade, schade. Na gut, dann ab nach hinten nie. Zu unserem Stützpunkt sozusagen hier von den Rangern. Der Ranger-Stützpunkt. Hui. Hä? Hallo? Guten Tag. Und jetzt gehe ich wieder oben, natürlich. Hey, hey. Wenn du die Ranger suchst, hier. Na, wunderschön. Hey, bleib mal stehen hier. Hey, Deputy. Wie läuft die Jagd nach der First? Super, super, super. So weit, so gut. Gut, gut. Wenn du mich fragst, haben sie keine Chance. Aha. Du bist wie ein Ashter, der langsam durch das hohe Gras schleicht und auf den richtigen Augenblick wartet. Und dann, boom, naja, sind sie erledigt. Ja, wie ein Trampeltier, hast oder? Hast du noch mehr verschlüsselte Slates gefunden? Ich stehe nämlich ganz kurz vorm Ziel. Oh, sehr schön. Natürlich, sag jetzt nicht, dass du an mir gezweifelt hast. An dir? Gezweifelt? Auf keinen Fall. Ich wusste gleich, dass du ein Naturtalent bist. Jawolla, sehr schön. 13.000 Credits, ihr habt das. Na, geht doch. So. Im Kampf, wie im Tode. First kommt zuerst. Okay. Da, 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 da. Komm rein, Deputy. Aha. Es wird nicht lange dauern. Okay. Während du im Feld warst, gab es weitere Berichte von Farmern, die bedroht und angegriffen wurden. Mhm. Einige haben leider nicht überlebt. Nein, wir können nicht überall gleichzeitig sein. Du bist im Moment unsere größte Hoffnung, sie zu stoppen. Ich? Das ist ja grauenhaft. Schlimmer noch, es ist tragisch. Wie laufen die Ermittlungen? Oh. Es läuft gut. Sobald Alex die Verschlüsselung geknackt hat, erfahren wir mehr. Falls er etwas Nützliches findet. Mal hoffe ich doch mal. Ansonsten stehen wir wieder ganz am Anfang. Machen wir weiter. Ich habe die anderen Ranger nach ihrem Eindruck von dir gefragt. Ah. Und ich würde gerne einige Dinge ansprechen. Upsi. Fangen wir mit Ranger Kalu in Hopetown an. Sie hat dein gutes Timing gelobt und war beeindruckt, dass du es mit dem Piraten aufgenommen hast. Nia sagt, du warst Hope gegenüber respektvoll, nicht zu aggressiv. Du hast mir also zugehört, als ich dir gesagt habe, du musst vorsichtig sein. Danke. Ich mag den Kerl nicht, aber ich habe getan, was ich tun musste. Die Pflicht muss über deinen persönlichen Gefühlen stehen. Schön, dass du das verstehst. Machen wir weiter. Ranger Price hat uns detailliert über deinen Besuch in Neon informiert. Er sagt, du hast es für einen Informanten mit einem Kredithai aufgenommen. Der Informant war unschuldig. Ich musste helfen. Und das war genau richtig. Menschen zu helfen ist unsere größte Pflicht, auch wenn wir an einem Fall arbeiten. Du hast Resultate. Das ist alles, was zählt. Das hat Price beeindruckt. Er hat gesagt, du hast Initiative gezeigt. Danke. Ranger McMillan hat deinen Mut und deine Hingabe als außergewöhnlich gelobt. Sie sagt, du hast den Red Mile Run absolviert, um ein Treffen mit Marco Graziani zu bekommen. War gar nicht so schlimm. Tatsächlich? Hoffentlich ist das nicht nur Geprahle. Angst zu haben ist nicht schlimm. Angst hilft dir oft, am Leben zu bleiben. Wie war das mit Marco? Er hat dir die Slate sicher nicht aus der Güte seines Herzens gegeben. Es hat mir großes... Nee.
Ich wollte ihn überreden, aber er hat Ärger gemacht. Dich zu unterschätzen, war wohl sein letzter Fehler. Verdammt. Ich hatte Marco eigentlich für vernünftig gehalten. Was ist mit Maya Cruz? Ihre Loyalität gegenüber Hull und der First Cavalry war sehr stark. Ihr blieb nicht viel Zeit, also wollte sie die Dinge auf ihre Weise beenden. Ich schätze, das hätte ich an ihrer Stelle auch gewollt. Verzeihung, Marshall? Nicht jetzt, Alex. Wir sind in einem Meeting. Ja, ich weiß, aber es ist wichtig. Ich habe es geschafft. Ich habe die Slates geknackt. Ich weiß zwar nicht genau, wo das Hauptquartier der First ist, aber es gibt Hinweise auf eine sogenannte Fabrik. Die Fabrik? Das war unser Spitzname für die Hauptanlage, in der die Mechs gebaut wurden. Direkt nach dem Krieg wurden alle Mech-Fabriken geschlossen. Das war eine Bedingung des Friedensvertrags. Aber sie wurden nicht zerstört. Zumindest nicht alle. Oh, okay. Ja, aber warum zerstört man die denn nicht? Wenn die First da ist, sorge ich dafür, dass keiner überlebt. Was weißt du über diese Mech-Fabrik? Ich war nie selbst dort, aber es war eine große Anlage, größtenteils unterirdisch. Wenn die First sie besetzt haben, haben sie vermutlich im ganzen Komplex Verteidigungsstellungen errichtet. Na toll. Ich sehe sie mir mal an. Die Anlage lag auf Arcturus 2. Waren wir da nicht schon? Es könnte eine Sackgasse sein, aber falls nicht, musst du auf einen Kampf gefasst sein. Alles klärchen. Na klar. Wolltet ihr mich nicht vielleicht noch befördern? Mann. Gemein. So, dann würde ich sagen... Nee, wo ist denn jetzt hier mein... Da. Dann lass uns mal Kurs setzen. Ich bin der Meinung, da waren wir schon mal. Aber okay, kann mich natürlich auch täuschen. Wo ist... Warum? What the hell? Was geht denn jetzt hier vor? Wer hat unser Schiff umgebaut? Aha. Hier. Ihr Graf hat ihm ist ausgefallen. Wer zum... Sauberer Kerl. Ja. Aha. 170. Ich greife an. Was? Also ihr Schildsystem ist offline. Wie viel sind denn da? 6 haben wir dann, ne? Sie den Grafantrieb nicht gebraucht. Wir gehen jetzt mal einsammeln. Ich hoffe, jetzt kommen nicht noch mehr. Unser Antrieb ist leicht. Nee, nicht du. Was war denn nochmal reparieren? War das die 0? SZ? Ü, O? Was war denn reparieren? Upsi. Ich habe schon wieder aus Versehen die Konsole angemacht. Geht das? Nee. Ich glaube, Ö war die Konsole. Also nicht auf Ö kommen, Leute. Nee, Scanner verlassen. Da steht doch reparieren. Oh, ah. Darf nicht im Scanner-Modus sein, sagt's doch einer. Gut. Hui. So, das sieht aber wirklich danach aus, dass keiner mehr kommt.
können wir wirklich mal hochschrauben gleich. So. Hier war doch noch was. Wo war denn jetzt das andere? Nope. Nope. Hier war noch mehr. Warum soll ich da hinreisen? Das ist ein bisschen weit weg. Ich war der Meinung, hier war noch was anderes, aber gut. Er hat noch hier so viele. Guck mal, dann nehmen wir erstmal das 2000er da auf. Das war jetzt Nummer 3, glaube ich. 4 und 5. Also fehlt mir noch ein. Irgendwie einer. Hm. Dum, da, dum, 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 ta, dum. Aber wer verdammt hat mein Schiff. Also jetzt mal ernsthaft. Da hat auch irgendjemand an meinem Schiff rumgespielt. So, haben wir. So, nein. Wollte gucken, hier muss doch noch mehr sein. Hier wird ja noch was angezeigt. Hier, da. Da. Und jetzt. Ah, da. Hier ist ein Minenfeld. Oder? Täusche ich mich? Hier ist doch ein Minenfeld. Das sind doch Minen. Oh, der gesamte Planet ist voller mit Minen, oder? Kann ich die abschießen? Okay, wir gucken nochmal. Hatten wir die schon gescannt? Oder wir waren hier noch nicht? Ziviler Außenposten, First Mech Fabrik. Dann gehen wir erstmal zum zivilen Außenposten. Oder? Nee, komm, wir gehen direkt zur Mech-Fabrik. Ja, landen. Ich will ja landen. Hallo? Warum kann ich hier nicht landen? Doch, jetzt. Sind wir gerade ein Level aufgestiegen? Wir sind jetzt 37. Waren wir nicht 36? Scheint hier noch ein hier. Noch eine Landeplattform, okay. Oh. Warum liegt denn hier ein Toter? New Sea Marine. Oh. Warum liegt hier ein New Sea Marine? Auch. Oh. Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine schwere Schwerkraft.
Burn, Baby, Burn. Oder Burn, Baby, Burn. So. Mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Hier spricht Paxton Hall, Kommandant der First. Marshall Blake muss verzweifelt sein, wenn er einen einzelnen Deputy herschickt. Aber ich muss dir Respekt zollen. Du fliegst wie der Teufel, wenn du der Gerechtigkeit wegen gekommen bist. Sie wartet drin. Wow, 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 wow. Na, so einfach nun ohne. Jetzt juckig, kratzig mich erstmal, ne? Da liegen Minen. Wo? Ich sehe ihn nicht. Da soll einer stehen. Da müssen wir irgendwie rein. Ich würde sagen, scheiß drauf. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Doch, hab ich, mit der First. Nein! Die kam gut. Hallo? Kommst du mal da raus? Okay. Danke. Wo liegen denn jetzt hier die ganzen Leichen hier rum? Jetzt sind keine Leichen. Nee. Hallo. Oh, du tut. Ihr tut mir so ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Lalalala. Okay. Sorry. Die Tür? Nee. Die können wir nicht aufmachen. Was ist denn das? So. Dann müssen wir ja jetzt da rein, ne? Mech-Fabrik. Geh davon aus, dass hier drin noch Max sein wird. Ich bin ein Mann der Tat. Ich habe keine Verwendung für Lügen. Wenn ich dir also sage, dass du manipuliert wirst, ist das die Wahrheit. Der Rat der Gouverneure interessiert sich nur für sich selbst. Sie sind allesamt gierig und korrupt. Du bist ein Werkzeug in den Händen der Unwürdigen, genau wie ich einst. Ich war loyal. Ich habe Befehle befolgt und gute Leute in den Tod geführt. Diese Schmach werde ich mit in Kraft nehmen.
Sorry. Ich glaube ihm sogar. Hat ja nichts damit zu tun, dass ich ihm nicht glaube, aber ihr bringt Unschuldige um. Also, ne, seien wir doch mal ehrlich, Wow. Wenn man Unschuldige tötet, muss man damit rechnen, dass man, oder Unschuldige bedroht, dass auch irgendjemand kommt und euch, ein wenig Ärger bereitet. Wie gesagt, tut mir wirklich leid. Oh, Lea. Hast du dir eine Waffe genommen? Oh. Okay. Guten Tag. Haben wir hier irgendwas Schönes für uns, ne? Irgendwie nicht. Schade. Wer hat jetzt hier auf mich geschossen? Warum? Ich habe doch gar nichts getan. Also noch nicht. Aua. Leute. Mach doch nicht so ein Ärger. Kann doch keiner von uns hier brauchen. Was haben wir da? Hm, okay. Bücher. Was? Grundlage der Schiffsreparatur? Aha. Mech-Drucktank. Den können wir mitnehmen. Versiegelte Tür. Dann schauen wir doch mal. Also du kommst jetzt unten hin. Du passt hier rein. Das ist klar. Haben wir denn einen Zweier, der hier reinpasst? Jawohl. Dann dich. So. Du bist hier schon mal nicht gebraucht. Du passt aber rein technisch gesehen hier rein. Haben wir einen Zweier und einen Dreier? Nee, haben wir nicht. Theoretisch würdest du nämlich auch passen. Haben wir dann so... Das haut nicht hin, ne? Mit dem hier. Dem vielleicht? Nee. Wenn ich ihn reinpacke, habe ich immer noch einen Vierer. Wir haben kein Einser. Das ist schlecht. Wir haben 1, 2, 3, 4 jetzt übrig. Dann würdest du aber nicht mehr passen. Wir haben keinen nahen Zweier, deswegen würdest du schon mal so nicht gehen. Und du passt nur auf diese eine Art und Weise. Okay, okay, okay. Das bedeutet theoretisch, ich würde sagen, er hier würde theoretisch der passen, oder? Täusche ich mich jetzt? Jawoll. Okay, das Teil passt hier rein. Ich nehme mal an, so, dann haben wir noch diesen Dreier. Das wäre der hier. Was haben wir denn hier Schickes? Helmi? Fällt vom was? Schon wieder irgend so ein Buch. Schlechte Leute wird... Naja, okay. Schlechte Leute Witzebuch brauchen wir nicht. Kommstation. Warum ist hier nur eine Kommstation drin? Essen brauchen wir nicht.
hat denn da auf mich schon wieder geschossen? Und da oben, ne? Problem. Da. Ne, Teppichmesser. So. Das hier? Nope. Danke. Aha. Das sind immer so geile Aussagen. Niemand ist besser als wir. Aha. Das? Okay, nehmen wir mit. Maßband, ja. Eine Waffenwerkbank, ja, brauchen wir gerade nicht. Na, hört mal auf, hier mit Raketen rumzuschießen. Ist ja nicht normal. Oh, lalalala. So, wo ist denn jetzt hier das Geschütz da? Ne, das ist kein Geschütz. War hier nicht noch ein Geschütz irgendwo? Wow. Ach klar. Warum stellt man eigentlich die Geschütze nicht an erster Front auf? Oder an die, ja, an die Front, ja. Sondern, Soldaten. Das ist doch Bullshit. Wäre doch viel intelligenter, Geschütze an die erste Frontlinie zu packen, um Verluste zu vermeiden. Aber gut. Ist ja alles nicht mein Problem. Da sind kaputte Max, oder?
Aber den habe ich nicht kaputt gemacht. Das war ich nicht. Bin unschuldig. Was ist da? Was ist da? Achso, es wird wieder irgendein Buch sein. Mhm. Okay. Na dann. Uibu. Wir sind da. Wer noch? Die First Cavalry war die stärkste Kampfeinheit, die das Freestar Collective je besessen hat. In der Schlacht von Nira wurde die First Cavalry ausgelöscht. Warum? Weil die feigen Generäle einen Waffenstillstand wollten. Ich kann weder Feiglinge ausstehen, noch die Menschen, die ihnen Macht geben. Und auch keine Menschen, die ihr schändliches Werk verrichten. Wie? Okay, Mitteilung an das Personal. Abschaltung. Sicher habt ihr schon von den Bedingungen des Sperrvertrags gehört. Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass sie stimmen. Mechs werden verboten, alle Einheiten stillgelegt und es werden keine neuen gebaut. Unser Werk hier ist getan. Jetzt sollte jeder von uns den Blick nach vorne richten. Über eure Entlohnung und weitere Zuwendungen erfahrt ihr bald mehr. Fürs Erste will ich nur sagen, dass es ein Vergnügen war, mit euch allen zu arbeiten. Ich bin verdammt stolz auf das, was wir hier erreicht haben. Diese UC-Frischlinge dachten, sie würden uns niedertrampeln. Doch unsere Mechs waren zu viel für sie. Und das alles nur dank euch. Ja. So. Was laberte er? Ich habe nicht zugehört. Irgendwas von Feiglinge. Und warum bist du derjenige, der nicht an vorderster Front steht? Hm? Ist das nicht feige, wenn man als Kommandeur weit hinten im Verborgenen in irgendwelchen Bunkeranlagen Feindkontakt hockt? Und seine Männer kämpfen lässt? Was denn ich, feige? Und Mechs sind, soweit ich weiß, nicht verboten. Sie werden halt nur nicht mehr produziert. Also keine Kampfmechs werden mehr produziert. Offiziell. Aber sie gibt es ja noch, ne? Also aber dafür, dass ihr vernichtet wurdet, seid ihr noch ganz schön gut. Viele. Muss man jetzt auch mal so sagen, ne? Er tut mir schon leicht weh, die alle abzuschlachten. So ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Naja, krabbelt mal weiter rum. Was ist er denn hin? Nö. Oh. Okay. Passt nicht. Das passt auch. Das würde passen. Haben wir mehrere Einser? Haben wir nicht. Aber wir haben mehrere Zweier. Mm-hmm.
wir haben natürlich auch Vierer. Zwei Stück, aber die passen hier natürlich nicht. Der würde da passen. Der nicht. Der würde da passen, aber dann passt. Wie geht's doof? Also ja, wir haben noch einen Einser, den könnten wir natürlich benutzen. Wäre auf jeden Fall eine Option, würde ich jetzt mal sagen. Wo war denn der Dreier? Der hier? Dann machen wir das einfach erstmal und schauen weiter. So, dann hätten wir hier einen Zweier. Nee, wir bräuchten einen ziemlich eng. Nee, du passt da nicht. Du würdest da passen. Haben wir einen gegenüberliegenden? Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Der Vierer würde nicht gehen. Der Vierer auch nicht. Dann müssen wir ja Zweier benutzen. Aber wir haben keinen, der... Wir haben keinen... Oh Mann, ich hasse es! Also nochmal, der würde passen. Wo würde er passen? Hä? Wieso? Der passt doch hier gar nicht. Oder bin ich jetzt doof? Ach so, der würde da passen. Haben wir aber keinen, der so eng ist und passt. Das ist halt... doof. Er würde gehen. Aber dann bräuchten wir einen, der ein bisschen... Ah, er hier? Auch nicht. Er vielleicht? Der würde gehen. Welchen hatten wir hier noch? Ihn hier, ne? So, haben wir das schon mal. Dann haben wir noch den Einser übrig. Das ist schon mal gut. Haben wir hier einen Dreier, der hier passt? Der Zweier ist klar. Aber wir haben keinen, der hier so eng genug ist. Deswegen brauchen wir hier wahrscheinlich einen Dreier. Oder einen Zweier. Und... Nee, wir haben ja keinen, der gegenüber liegt. Wie soll denn das funktionieren? Also hier müsste eigentlich ein Dreier... Ah, hier haben wir einen Dreier. Der passt. Dann hier der Einser rein. Okay. So, du passt. Dann hatten wir noch einen dafür. Sehr schön. So. Einen Dreier. Der. Der würde passen. Bringt mir... Doch, bringt mir was. Perfekt. Ach, Gott sei Dank. Hallo? Ach, hier ist gar keiner drin. Ups. Das Werkzeug wollte ich eigentlich ja nicht mit einstecken, weil wir es ja nicht brauchen. Ich bin sehr vollgepackt. Es tut mir leid. Ich bin mal kurz woanders. Aua. Weil hier kriegen wir ja so viel Stuff raus. Davon können wir uns wieder dumm und dämlich kaufen. Und wenn ich die Zeit sehe, können wir sogar, wenn wir zurückgerannt sind, könnten wir aus... Wow! Aus meiner Sicht, ja, hier ist Hitze, das ist mir bewusst. Wenn wir alles abgeliefert haben, könnten wir dann nämlich auch für heute Feierabend machen, glaube ich. Aber erstmal müssen wir hier alles wegbringen. Problem ist halt, wir verbrauchen so viel Sauerstoff, weil wir so schwer beladen sind. Das ist ganz gut, wenn wir jetzt zurückgehen, weil sonst haben wir vielleicht irgendwie zwischendurch Problem. Die Frage ist nur, wie komme ich zurück zu meinem Schiff? Hä? Bin mir fast sicher, wir sind von hier gekommen. Oder? Ah, hier geht's hoch. Oh Gott sei Dank. Der Weg ist ganz schön weit. Und wir können halt keine Schnellreise jetzt zu unserem Schiff machen. Was? Hä? Doch, ach, hier ist draußen. Okay. Oh Gott sei Dank.
Das Einzige, was wir halt versuchen können, ist mit dem Booster ab und zu mal. Zwar ein bisschen Sauerstoff sparen. Oder wir bleiben mal kurz stehen. Mal gucken. Wenn wir jetzt kurz stehen bleiben, sollte sich ja auch eigentlich der Sauerstoff halbwegs, weil wir... Was haben wir denn alles dabei, dass wir so voll sind? Waffen, okay. 65 neue Items. Dann gucken wir doch mal, was wir davon nicht brauchen können. Okay, trinken wir einfach mal. Ja, die Bücher. Wollen wir Bücher? Naja, komm, Bücher brauchen wir nicht. Wir sind keine Leseratten, hätte ich jetzt gesagt. Das können wir verkaufen. Ja, sowas brauchen wir natürlich. Helme, die Hydroklammer. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay. Was ist das? Doch, Mech-Tank. Ja gut, das wiegt nichts. Outfits, Batterie, Rahmen. Können wir eigentlich direkt zu uns nehmen. So. Hühnchen. Ah, komm auch her damit. Ein bisschen Habba Habba. Einschüchterungschance, okay. Whisky brauchen wir nicht. Anzug. Ah, komm, hier, weiter. Weiter geht's. Wir müssen ja eigentlich nicht mal komplett bis zum Schiff ran, ne? Das müsste doch jetzt eigentlich schon ausreichen. Hätte ich jetzt gesagt. Waffen? Jawohl, ja. Wir könnten auch zu unserem Crimson Fleet dann danach erstmal fliegen. Weil da sind die Verkaufsstände natürlich alle sehr eng beieinander. Das ist gar nicht so verkehrt. Müssen wir gucken. Dich behalten wir. Du kannst weg. Was denn? Das wiegt nichts, hat aber eine Masse, okay. Tarnung behalten wir. Weg damit. First kann weg. Techniker kann weg. Laborkittel, Chance auf zufällige Forschung. Haben wir doch, glaube ich, einen, nicht wahr? Zumindest war mir so. So. Was haben wir denn noch alle dabei? Okay, Ressourcen haben wir noch ein bisschen dabei. Lagern. Was ist bei Sonstiges? Deputy, Dietriche, Notiz, ja. Ja. Da müssen wir mal gucken. Die können wir vielleicht einfach mal wegschmeißen. Aber wir sind immer noch bei 93. Was haben wir denn noch alles dabei? Rucksäcke, ah. Haben die so viel... Oh, die... Okay, die Rucksäcke waren ganz schön schwer. Und dann jetzt nur die Bücher. Und das war's, ne? So. Bücher. Die schmeißen wir weg hier. Wenn ich wüsste, wo sie sind. Ne, das ist die Marke. Hier, Notizbuch. Braucht kein Mensch. So. Bringt uns nicht so viel Gewicht, aber... Wir sind damit erstmal... geil. Fertig. So, dann würde ich sagen, wir machen trotzdem an der Stelle für heute Feierabend und gehen dann beim nächsten Mal wieder rein und clearen das ganze Ding. Hoffentlich. Daher, danke fürs Zusehen und tschüss.